Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Layers of Fear Inheritance. Wir sind das kleine Mädchen. Wir sind auch sehr klein und wir entdecken jetzt die Welt hier in diesem Haus aus der Perspektive des kleinen Kindes. Wir sehen die Mutter. So. Können wir hier irgendwas aufmachen? Hier. Okay, wir haben ein Schnipsel. Das ist ja sehr vielversprechend. Oh. Jetzt geht's runter. Keller oder wie? Kann ich überhaupt eine Taschenlampe? Nee, Taschenlampe kann ich auch nicht mehr benutzen. Okay. Der Globus sah aber eben auch noch nicht so aus. Na. Hä? Ah, es ist ein bisschen tricky hier. So. Okay, uns fehlt noch ein Schnipsel. Oh, ich komme hier gar nicht durch. Alarm! Okay, der Kronleuchter ist von der Decke gefallen. Oh, da oben sitzt eine kleine Katze. Hallo! Oh, die guckt uns an! Oh, hey! Ich geh mal weiter. Okay, uns fehlt noch ein Schnipsel. Anscheinend gehen wir jetzt hier die Etagen zwar runter, aber wir sind trotzdem immer wieder im selben Zimmer und wir finden auch immer in demselben Zimmer wieder die Schnipsel. Das Zimmer sieht auch jedes Mal danach aus wie nach einem Bombenangriff. Ja. Okay, hier ist eine Kerze. Aber hier ist kein Schnipsel. Muss ich noch weiter runter? Hä? Aber ich bin wieder in demselben Raum. Ich bin mir ganz sicher. Ach, guck mal, der große Schrank. Ah. Muss ich den draufschmeißen? Achtung! So, und jetzt? Oh! Mutter! Okay, wir haben das Bild vollständig, aber natürlich mit ihrer Narbe. Okay, jetzt können wir eine Tür öffnen. Und ich weiß nicht. Das ist an sich bestimmt nur ein Schatten, aber es ist so unglaublich gruselig. Okay, Taschenlampe kann ich nicht anmachen. Hä? Mache ich was falsch? Buh. Hallo? Hä? Aber hier ist nichts. Also, ich bin mir sehr sicher, dass hier nichts ist. Muss ich wieder hoch? Soll ich die Tür zumachen und wieder aufmachen? Ändert sich da was? Nee.
Und hier kann ich aber... Ich kann ja auch nicht springen. Ah, guck mal. Oh, die Bibi mit dem Hund. Oh, ich muss echt mal an die Wände gehen. Ich sehe wirklich gar nichts. Geht's jetzt hier hinten lang? Nein. Aber ich denke, wir sollten das Bild jetzt hier finden. Ich gehe jetzt gerade wieder hoch. In der Hoffnung, dass sich hier irgendwas geändert hat. Also es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich weiß gerade nicht, wo ich lang gehen soll. Ich kann hier auch nichts anklicken. Sollen wir wieder hoch zu dem, um das Bild einzusetzen? Soll ich jetzt alles wieder hochlaufen? Ja, okay. Gehe ich halt wieder hoch. Ach, nee. Doch. Aha, okay. Es war also richtig hoch zu gehen. Hallo? Hallo? Okay, das Zimmer ist zwar übelst schön bunt. Pfui. Hallöchen. Okay, also die Mama wird immer größer, weil wir uns jetzt immer für die Mutter entscheiden. Ich hoffe einfach, es war richtig. Ich wollte eigentlich nur wissen, was mit der Mutter passiert ist. Wasser? Ich gehe jetzt hier hoch. Ich hoffe, es ist richtig. Eine Puppe. Das verschiebt sich ja schon von ganz allein. Ich muss ja gar nichts mehr machen. Hallo. So. Guckt mal. Wie schön das funktioniert. So. Hey! Sag mal! Na toll, da steht jetzt Geburtstagskuchen, jetzt komme ich da nicht mehr lang. Stand da eben schon? Ja, ja, ist ja gut. So, okay. Oh, schaut mal ein. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started. Warum ist denn der Ton jetzt aus? Hallo? Okay. Ja, ich bin irgendwie an meinen Headset-Knopf gekommen. Oh Mann. Auf jeden Fall meinte sie, ob er verrückt ist. Ich bin mir auch sehr sicher, warum. Weil in dem Kuchen Buntstifte drin steckten. So. Wir müssen hier lang. Oh, das wackelt ein bisschen. Oh, weia, habe ich was falsch gemacht? Oh Gott. Ich habe wirklich was falsch gemacht. Ich wusste nicht, dass man gleich stirbt. So, nochmal. Wir wissen ja. Aber jetzt können wir uns das vielleicht nochmal anhören mit dem Kuchen. Jetzt ist der Ton auch nicht aus. So, Achtung. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party.
I just started a bit early. Whoops. Sind da auch Reichszwecken drin oder sehe ich das nur so? Oder da? Na. Na. Aber ich muss doch hier lang. Ich habe doch gar keinen anderen Weg. So. Und dann habe ich doch hier keine andere Wahl, wie das hier rüber zu wuchten. Und das geht wohin? Na, ich kann hier doch nicht springen. Ich muss doch zurück. So. Ja, seht dort, das ist nämlich schon viel zu zeitig runtergefallen. Standen wir noch drauf? Ach, du großer Gott. Wie das einfach... Also ich bin das nicht mit dem Wackeln. Nur, dass du es schon mal wisst. Der ist aus Knete. Oh, mein Ohr tut weh. Not now, Princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Ja, Papa hat sehr viel zu tun, wenn er diese ganz tolle Torte zusammen geschustert hat. Wo muss ich denn lang? Ach hier. Aber wir haben doch noch unsere Mama. Die muss doch auch irgendwas gemacht haben. Okay, hier ist zu. Ich kann nichts machen, ich falle einfach immer wieder. Ich will auch nicht so viel da quatschen dabei. Ah! It all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Ach, ist das ein liebevoller Vater. So, was sagt der Timer? Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Der Timer sagt... Ich habe noch 5 Minuten. So. Wo müssen wir denn lang? Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Spannendes. Ich will dahin, wo das ganze Spielzeug ist und schön bunt. Ich will nicht zu der tristen Tür. Ach so, ich dachte, es geht runter. Oh. Miau. Oh nein. Guck mal. Oh nö. Die hat... Da fehlt ein Rad. Oh. Mizi. Upsala. Okay, das macht also... das Spiel selber so rumwackeln. Was müssen wir denn wo? Ach hier. Huh? War das richtig? Ach hier das Bild, okay. Ist das nicht das da oben? Hä? Habe ich das falsch gemacht? Nee, guck mal, ich kann doch hier noch drüber. Ach so, ich darf immer nur eins nehmen. Rums. Oh. Hey. Geht das?
Schmauzen. Warte mal, ich bring dir was anderes. Oh, oh Gottchen. Du großer Gott. So, Rums. Upsala. Geht das? Mizi? Oh, guck mal, sieht stabil aus. Oh, Pipi, warte mal. Oh, Manu. Oh. Mizi, ich helf dir. Ah. Da. Der Schrank hat sich bewegt. Da, 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 da. Komm her. Komm, ich mach dich ganz. So, aber jetzt. Wenn das jetzt nicht geht. Oh Gott, sie grinst. Ein Glück. Oh, 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 oh. Muss ich jetzt bei der Katze bleiben? You're sick. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me. Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Oh, die Maus ist so niedlich. Guck mal. Oh, Kleine. Ach Gottchen. Oh, ihr kleinen süßen Pizzis, geht mit. Also, Mizis. Ich sage immer nur Pizzi, weil meine Katze heißt Peaches und wenn ich da manchmal Mizi und Peachy rufe, dann ist das Pizzi. Oh. Guck mal, die kleinen Mäuse. Haben ihre Mami wieder. Oh Gott, das ist schön so im ganzen Spiel. Oh, war das schön jetzt. Okay, wir haben uns für die Mutter entschieden. Es ist Zeit für einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.